Toni, ein international anerkannter Statikexperte und Bauingenieur, zum Interview und ein bisschen vielleicht diese Fragen zu erhellen und vielleicht sogar etwas klären zu können. Ja, ich würde gerne Professor... Hört ihr? Ja. Ich würde Professor Poloni gerne kurz vorstellen. Bauingenieur, international bekannt, Architekt, besonders bekannt durch die Tragekonstruktionen. Er ist auch Professor für Statik, Tragewerk. Tragekonstruktion. Er hat in der ganzen Welt gebaut, aber auch in Köln, zum Beispiel die Überdachung des Hauptbahnhofes ist von ihm. Auch Stadtsparkasse und noch einiges. Für die Kölner, die ja immer gerne zuerst auf Köln gucken. Haben Sie denn auch schon mal sowas Unterirdisches gebaut? In Berlin mehrfach. Viel größer. Und zwar unter der Friedrichstadtpassage. Unter drei Blöcken ein riesen Parkhaus mit Schlitzwänden, 40 Meter tief bis zur Kohleschicht. Also habe einschlägige Erfahrung. Okay, das heißt, Sie kennen sich mit Schlitzwänden aus. Um diese Schlitzwände geht es ja auch hier in diesem Bauwerk. Jetzt mal eine ganz einfache Frage. Wie erklären Sie sich eigentlich den Einsturz? Wie kann das passiert sein? Das habe ich schon am nächsten Tag im zweiten deutschen Fernsehen heute gesagt. Man kann nicht durch die Baugrube den Rhein ausbuchen. Also, das ist passiert und das ist... ich habe da juristische Schwierigkeiten, wenn man sagt, ja, fahrlässige Tötung. Das war meines Erachtens nicht fahrlässig, das war einfach dumm. Ja. Ich wünsche mich, dass das Dummheit und der Fahrlässige unter Juristen. Auf die Dummheit gehen wir gleich nochmal genauer ein. Ich würde gerne nochmal ganz kurz was zu der Verjährung sagen. Eben ging es um den Strafprozess. Nein, Entschuldigung, eben ging es um den Zivilprozess. Da geht es darum, wer kommt für den Schaden auf. Da haben wir gehört, da ist das Thema Verjährung vorerst nicht mehr so brisant. Bei dem Strafprozess geht es um die Schuldigen, die die Kölner Staatsanwaltschaft ermittelt gegen Unbekannt. Und normalerweise wird das nach 5 Jahren verjährt, wenn keine Verdächtigen genannt werden. Nun muss die Staatsanwaltschaft Verdächtige nennen bis zum nächsten Jahr. Sie hat auch zugesagt, dass sie das tun wird. Allerdings gibt es da noch diese absolute Verjährung nach 10 Jahren. Also das ist von heute angerechnet in 6 Jahren. Wenn bis dahin niemand beschuldigt, niemand verurteilt ist, dann wird das Verfahren eingestellt und dann wird niemand zur Verantwortung gezogen. Herr Dr. Professor Poloni, jetzt wird ja hier dieses Besichtigungsbauwerk gebaut. Die Staatsanwaltschaft erhofft sich Einblicke an diesen Tatort. Es ist ein Tatort im juristischen Sinne. Was halten Sie denn von diesem Besichtigungsbauwerk? Gar nichts. Es ist völlig überflüssig und kostet 20 Millionen. Aber nach einem Schaden von 1 Milliarde spielt 20 Millionen auch schon keine Rolle mehr. Was wird man erfahren? Möglicherweise und sehr wahrscheinlich, dass da in der Schlitzwand ein Schlitz ist. Ja, dass es nicht ganz dicht ist. Aber mit diesem Erkenntnis kann man nichts anfangen, weil damit ist noch nicht ausgeschlossen, dass das Wasser nicht aus dem Grund hochgestiegen ist. Infolgedessen, das Ergebnis ist völlig überflüssig und man weiß genau, dass das Pumpen war die Ursache. Und jetzt ist was ganz Merkwürdiges. Jetzt stellen Sie sich vor, auf der Autobahn bremst ein Lastwagen und ein PKW fährt rein. Und dann geht nicht darum, ob der PKW in Ordnung war, richtig Bremsen hatten und zu kleinen Abstand hatte, zu schnell gefahren ist, ob er überhaupt Führerschein hatte. Ja? Das wird nicht untersucht, sondern das wird untersucht, warum hat dieser LKW gebremst. Ja? Also die ganze Frage ist auf den Kopf gestellt.
Aber die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass da nicht irgendein kleiner Riss ist, wie das üblich ist und oft passiert, sondern dass da durch Fusch ein Riesenloch ist, bis zu 2x2 Meter groß. Und zwar unterhalb dessen, was hier einsehbar ist. Das spielt überhaupt keine Rolle. Das ist eine Sekundärfrage. Das ist, wenn ich so eine Baugrube mache, dann erste, dass ich einen Probepunkt mache. Probepunkt, ja? Dann sehe ich, stelle ich schnell ab und beobachte, ob das, was ich jetzt abgepumpt habe, wieder sich gefüllt hat. Wenn ja, dann weiß ich, dass die Wanne nicht dicht ist. Was mache ich dann? Da schicke ich die Taucher herunter und die sollen die Leckstelle suchen und unter Wasser dichten. Aber das insbesondere in Rheinnähe, man die Pumpen vervielfacht und damit dann auch den Boden unter dem Nachbargebäude absaugt, das ist eine unmögliche Tat. Nochmal zur Erinnerung, 4 Pumpen waren zugelassen und 21 oder 23, die Zahlen schwanken, waren es dann am Schluss. Ja, also das, was zugelassen war, spielt hier überhaupt keine Rolle. Die Unterwasserbehörde sorgt dafür, dass das Grundwasserniveau konstant bleibt und nicht beeinflusst wird durch die Baustelle. Deshalb hat man nur 4 Pumpen zugelassen. Aber sonst haben sie mit dieser Baustelle nichts zu tun. Und im Grundwasserpegel hat man nicht gemerkt, dass die Pumpen das Grundwasserniveau beeinträchtigen, weil man hat einfach von dem Rhein über die Baugrube wieder in den Rhein gepumpt. Also das war ein innerer Kreislauf und hat das Grundwasserniveau nicht beeinträchtigt. Und es ist noch eine ganz, ganz gemeine Art, wie man den Bauarbeiter, den Stahlflechter hereinziehen will. Er hat keine kriminelle Energie gehabt, sondern er hat den Bewährungskorb fertig gemacht, reingelassen, hat man einbetoniert, Abnahme fand nicht statt, der Prüfingenieur war für die Abnahme gar nicht beauftragt und dann, als das einbetoniert war, dann hier liegen noch ein paar Bewährungen. Ja, die müssen weg. Und dann hat man die vergessen. Also das, dass die Bewährung nicht reingekommen ist, dafür ist die nicht funktionierende Abnahme. Das, was Sie beschrieben haben, das nennt man ja auch den hydraulischen Grundbruch. Jetzt düstert aber immer durch die Presse und ein bisschen war das auch mein Eindruck, ich habe mit einem Pressesprecher der Staatsanwaltschaft gesprochen, als wäre der hydraulische Grundbruch ja etwas Schicksalhaftes, was man gar nicht vorhersehen kann und wo dann hinterher natürlich das Verfahren eingestellt werden müssen. Also ein hydraulischer Grundbruch kommt nicht vom Himmel, sondern wurde durch das Wasserpumpen hervorgerufen. Ganz eindeutig. Also das ist schon eine vage Behauptung, das hat mit der Baustelle nichts zu tun. Kann das denn bewiesen werden? Die Staatsanwaltschaft sucht ja nach Beweisen, die brauchen ja handfeste Beweise. Kann man so einen hydraulischen Grundbruch beweisen? Kann man nicht beweisen, dass dieser Grundbruch ohne Pumpen entstanden wäre. Das kann man nicht beweisen. Ja? Habe ich die richtige? Ja? Ich würde jetzt gerne Ihnen was vorlesen. Haben wir noch eine Minute Zeit? Wir hätten aber eine kurze Frage. Wir machen gleich noch Bürgerfragen, aber ich würde gerne noch eine Frage habe ich noch. Die KVB hat ungefähr 3 Wochen nach dem Einsturz eine Presseinformation herausgegeben mit der Chronologie der Ereignisse. Und da möchte ich gerne kurz was vorlesen aus diesem Schrift von der KVB. Die ja auch Bauherr und Bauaufsicht in einer Person war. Am 18.08.2008 reicht die ARGE, die Arbeitsgemeinschaft der Baufirmen,
eine sogenannte Mehrkostenanzeige ein, mit der sie auf zusätzliche Maßnahmen verweist, um einem möglichen hydraulischen Grundbruch entgegenzuwirken. Die ARGE schlägt als Gegenmaßnahme zusätzliche Brunnen vor. Völlig absurd. Das kann man auch nicht sagen. Also, das ist undenkbar, physikalisch völlig falsch. Okay, vielleicht wollen wir jetzt die Diskussion öffnen. Ja, okay. Da kommt noch ein Mikro. Also den Franzose Kollmann kennt doch auch einen. Vielen Dank erstmal. Thank you.